kognitive Dissonanz, der Kampf der gegensätzlichen Glaubenssätze. Und das kann unsere Gedanken beeinträchtigen. Als Ergebnis können wir sogar die absurdesten Verschwörungstheorien glauben. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Kognitive Dissonanz, der Kampf der gegensätzlichen Glaubenssätze. Und ich glaube, dass dieses Thema auf jeden Fall präsent bei allen Menschen ist. Ich glaube, dass wir alle ein bisschen widersprüchlich sind als Menschen und manchmal auch in Dilemma reingeraten, dadurch, dass wir Glaubenssätze in uns haben, die sich eventuell widersprechen. Und ich habe das Gefühl, dass es auch teilweise normal ist. Und wir müssen einfach den Umgang damit verändern, weißt du? Ich bin gespannt, was hier im Video erzählt wird. Und wenn ich noch irgendwie Senf habe, dann werde ich es auf jeden Fall auch den Senf drauf machen. Digga, ich küsse euer Herz, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los! Wenn du einen Text liest oder etwas Neues hörst, hat dein Verstand ein starkes Bedürfnis nach Ordnung und Kohärenz. Das ist schon das Problem, glaube ich. Weißt du, wie ich meine? Dass unser Verstand dieses immer alles einordnen möchte. So. Alles muss ich küsse deine Zirbeldrüse. Alles muss immer chronologisch zueinander passen. So. Wenn das nicht passt, dann fühlt sich das nicht richtig an, so, weißt du? Und da geht es schon los, glaube ich. Weil ich glaube, manche Dinge passen einfach nicht. Manchmal läuft es einfach nicht 1, 2, 3. Manchmal läuft es nicht nach Plan, weißt du? In dem Moment, in dem dein Gehirn zwei widersprüchliche Ideen hat, erlebst du Stress. Dein Verstand löst dieses Problem oft, indem er die Ideen anpasst. So lange, bis sie mit den anderen Geschichten, die du für wahr hältst, konsistent werden, also vereinbar sind. Fleischesser zum Beispiel, die mit neuen Informationen darüber konfrontiert werden, wie ihr Abendessen entstanden ist, können entweder weniger Fleisch essen oder aber Strategien entwickeln, um mit der neuen Information umzugehen. Ja, Digga, das ist krass. Zum Beispiel die Fakten leugnen oder ein bisschen von beidem tun. Ja, das ist Cope. Wir versuchen uns dann selbst zu verarschen, sodass es sich wieder gut anfühlt. Wenn zwei widersprüchliche Ideen tief in unserer Identität verwurzelt sind, kann das mentale Ungleichgewicht überwältigend werden. Und das kann unsere Gedanken beeinträchtigen. Als Ergebnis können wir sogar die absurdesten Verschwörungstheorien glauben. Guck dir an, soll die Erde sein, glaube ich, ne, da oben. Flache Erde, Bruder. Viereckig, Bro. Das ist Next Level, Digi. Ich küsse dein Herz. Um unseren Verstand beisammen zu halten, hilft es, das Phänomen der kognitiven Dissonanz zu kennen. Sehr geil, sehr interessantes Thema. So eine Sache feiere ich. Nach einem schweren Erdbeben in Indien verbreiteten sich Gerüchte unter den Menschen, die den Schock gespürt, aber keinen Schaden erlitten hatten, über eine noch schlimmere Katastrophe, die angeblich bevorstehen sollte. Doch es folgte keine Katastrophe. Und die Psychologen begannen sich zu fragen, warum solche Gerüchte entstanden. Es schien widersprüchlich, dass Menschen während einer schwierigen Zeit angstmachende Geschichten teilen und glauben würden. Fast 20 Jahre vergingen, bevor Leon Festinger, ein junger Psychologe, eine plausible Leon, Digga, namensfetter Elitman. Theorie hatte. Die Gerüchte waren nicht ängstlich machend, sondern angstrechtfertigend. Das Argument, wenn wir Angst und Sicherheit zur gleichen Zeit empfinden, erfinden wir Erklärungen, um solche widersprüchlichen Geisteszustände zu verringern. Angst und Sicherheit im gleichen Moment, okay. Festinger nannte dieses mentale Ungleichgewicht kognitive Dissonanz. Die kognitive Dissonanz basiert auf der Idee, dass wir, wenn zwei Ideen psychologisch nicht miteinander vereinbar sind, sie verändern und konsistent machen. Festinger untersuchte dann, ob eine kognitive Dissonanz stark genug sein kann, um an Verschwörungstheorien zu glauben, auch wenn sie widerlegt wurden.
Von wem? NASA? Ja, erzähl mal jetzt, Digga, von wem? Um dies zu tun, schlossen sich Festinger und zwei Kollegen einer kleinen apokalyptischen Sekte an, die von Dorothy Martin, einer Vorstadthausfrau, geführt wurde. What the fuck? Martin behauptete, Nachrichten von überlegenen Wesen von einem anderen Planeten namens Clarion zu erhalten. Die Nachrichten sollten angeblich besagen, dass eine Flut die Welt am 21. Dezember 1954 zerstören würde. Die Psychologen beobachteten, dass viele Mitglieder ihre Jobs und ihre Besitztümer aufgaben, um sich auf das Ende der Welt vorzubereiten. Crazy. Als der Tag kam und friedlich verging... Ich glaube, diese Menschen gibt es schon voll lange, ne? Ist schon krass. Also ich meine, es gibt schon voll lange Menschen, die sich darauf vorbereiten, dass die Welt untergeht, so mit Bunkern und so. Und die gehen richtig crazy ab sogar, ne? Ich meine, ey, auf einer gewissen Art und Weise ist ja cool, wenn du ein bisschen... Also was ich geil finde zum Beispiel ist so Leute, die anfangen sich selbst zu versorgen, weißt du? Die sagen, ey, ich will nicht mehr abhängig vom System sein. Und das muss ja dann nicht unbedingt mit Weltuntergangsszenarien einhergehen, sondern einfach, dass man sagt, ey, ich will mich selbst versorgen. Irgendwo ein Stück Land kaufen, Gemüse und Früchte und so selbst anpflanzen. Das ist geil, Digga, weißt du? Aber wenn es dann zu einem Wahn wird, genauso wie während Corona die Leute auf einmal dann Klopapier gehamstert haben und irgendwelche Dosen... Ernährung, so, das ist halt dann einfach, man kann halt alles übertreiben, weißt du? Behauptete Martin, dass die Welt verschont geblieben sei, weil die Mitglieder ihrer Sekte die Kraft des Guten verbreitet hätten. Um mit dieser Situation und der schweren kognitiven Dissonanz, die sie verursachte, umzugehen, vermuteten die Psychologen, dass die Mitglieder zwei Optionen hatten. Sie konnten entweder ihre Situation ändern und die Überzeugungen und Handlungen aufgeben, welche die Identität ihres früheren Selbst bildeten. Oder sie konnten neue Überzeugungen annehmen, um in der Sekte zu bleiben und das Bild zu schützen, das sie von sich selbst gebildet hatten. Genau das ist passiert. Einige Mitglieder sahen den Tatsachen entgegen und verließen die Sekte, um ihren Verstand wieder zu erlangen. Sekte dort, man. Während andere Martins Geschichte glaubten, um ihre bedrohte Weltanschauung am Leben zu halten. Ja, ist krass, was wir alles dafür tun, um unsere Weltanschauung am Leben zu erhalten, ne? So, wir ignorieren ganz klare Fakten auch und so. Genauso wie die Geimpften, muss ich jetzt den Peter rausholen, genauso wie die geimpften Leute immer noch versuchen, rechtfertigen, was da in der Corona-Zeit passiert ist, weißt du? Weil die einfach wollen nicht aufgeben, die wollen nicht daran glauben, dass wir verarscht wurden. Das wird deren Weltbild zum Zusammenbruch bringen und dann, ja, tun die alles dafür, um irgendwie noch auf Krampf daran festzuhalten, Alter. Aus ihrer Bewertung schlossen die Psychologen, dass es drei Bedingungen für die Mitglieder besonders schwierig machte, aufzuhören. Wenn die Mitglieder tiefe Überzeugungen hatten, die für ihren Alltag relevant waren. Wenn sie Dinge getan hatten, die schwierig rückgängig zu machen waren. Und wenn sie soziale Unterstützung von anderen Gläubigen erhielten. Leon Festinger schrieb später, ein Mann mit einer Überzeugung ist schwer zu ändern. Sage ihm, dass du anderer Meinung bist und er wendet sich ab. Zeige ihm Fakten und er bezweifelt deine Quellen. Das ist das, was ich meine, Digga. Du musst open-minded bleiben, weißt du? Ich meine, das ist schon wieder radikal, was der hier beschreibt. Appelliere an die Logik und er sieht deinen Standpunkt nicht. Was denkst du? Hast du eine Idee, wie wir unsere Meinung und die anderer Menschen ändern können? Wenn die Vernunft auf taube Ohren stößt, kann dann vielleicht die Erfahrung den entscheidenden Ausschlag geben? Ja, safe und generell einfach Menschen versuchen wieder dahin zu bringen, dass die open-minded sind, weißt du? Finde ich. Nimm deine Gedanken und Erfahrungen zu kognitiver Dissonanz in den Kommentaren unten mit. Ich küsse dein Herz, Digga. Sehr interessantes Video. Ich finde solche Themen richtig geil. Psychologie sowieso generell ein Thema, was ich persönlich immer richtig cool finde. Da neue Sachen zu lernen, mich damit auseinanderzusetzen, Informationen mir reinzuziehen. Geil, Digga. Feier ich. Korrekt.
YouTube, eure Gedanken zum Thema natürlich wie immer unten in die Kommentare rein. Schreibt mal rein, was ihr dazu sagt und ob ihr das in eurem Leben auch schon mal hattet. Jeder hatte das von uns, glaube ich. Und wie ihr damit umgeht, so, weißt du? Wenn sich zwei Gedanken quasi in eurem Kopf widersprechen, was ihr dann macht, so. Yes. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Gang.